Ja, das Gebüsch hat mich gefangen. Okay. Muss ich noch ein gutes Stück laufen. Was war das? Denn hier wilde Tiere etwa. Da ist noch eine Kiste. Kommen wir da ran. Was ist das? Achso, die Leitung. Ach, sehr cool. Wir müssen auf jeden Fall hier lang, um an die Kiste zu kommen. Die Kiste nehme ich jetzt einfach mal mit. Sehr viele Bäume irgendwie, so abgefällt wirken die. Mensch, die Kiste schwebt. Wir sollten zu der ersten Kiste mal zurücklatschen. Die Information sammeln. Noch eine Nachricht. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any... Oh, ups. Hi Dave, ich hab gelesen, dass du mir was Wichtiges mitteilen wolltest. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Hab dich den ganzen Tag lang gesucht und dachte, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen. Amigos, Professionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwingen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Juan. Chance, one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Rolle, kleiner Käferzapfen, Rolle. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Haben wir nichts Tolles bekommen. Wir haben jetzt echt nur eine Nachricht bekommen. Bierdosen. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. How could these girls be so stupid? Trust me, I never underestimate the stupidity of a drunk teenager. Also, I never underestimate the balls of a drunk young woman, having been one. Okay, ja, wir dürfen die ganze Dorf räumen, ist auch schön. Komm, man hört man gerade mal recht an der Aufnahme so ein bisschen. Ich glaube ja. Noch mal Bier. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something.
I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Okay. Ja, das sieht doch in Deutsch durchgeschnitten aus. Was ist das denn da? Das ist doch ein Schlüpfer. Okay. Schön, dass wir eine Bierdose hinterlassen haben. Oh, jetzt ruckelt's gerade. Ah, a piece of candy. Ah, a piece of candy. Wir können jetzt hier runterspringen, aber es wird uns nichts bringen. Denn da ist die nächste Bierdose. Diese Umweltverschmutzer. Ich werde sie kriegen. Sie werden leiden. Da unten ist die nächste. Vielleicht gibt es auch eine Schiefmünze, mal alle Bierdosen auf. Da ist auch noch eine. Diese Schweine. Jetzt haben wir hier alle. Jetzt haben wir hier alle. Ich werde den Boden mit ihnen wischen. In die Scheiße rausprügeln. Und dann bei Mama verpetzen. Sie werden dann sagen, nicht bei Mama. Und ich werde sagen, doch. Hallo? Bierdosen? Weg? Bin ich hier richtig? Ich frage mich gerade, ob ich hier richtig bin. Bin ich denn gerade? Ich bin da. Bin ich nur wieder zurückgekommen, okay? Wahrscheinlich kommen wir da. Supply Drop. Versorgungsstelle, okay, und. Hier haben wir keine Bierdosen. Hier haben wir auch keine Bierdosen, wie es scheint. Wo sind diese Teenager nur hin? Schön, dass man sich so offen bewegen kann hier. Ah, ich dachte gerade, es ist eine Bierdose gewesen. Schauen wir uns mal hier um. Was haben wir hier? Versorgungskiste. Was wir hier wohl drin haben? Nix. 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 Wow. Die Versorgungskiste war so hilfreich. Das ist unglaublich. Ich glaube, das war die Versorgungskiste, die wir sehen konnten von oben. Nein, wir sind jetzt da, okay. Okay, kann ich weiter? Müssen wir wahrscheinlich das Stückchen zurücklaufen hier und dann da lang gehen. Jawohl. Was sind die Kinder nur? Okay. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado! I gotta get out of here! A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in! Tom, Two Forks sees a tornado! He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility? There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years? You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life! Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Hey. Man. Wir wollen auch nur rüberkommen. Okay, dann sind wir auf jeden Fall hier schon mal nicht lang gekommen. Dann waren wir auch schon mal. Haben wir bald unseren kompletten Sektor abgearbeitet. Muhaha.
Aber echt ein bisschen Musik fehlt hier, finde ich. Ich habe mal ein bisschen Lust am Wandern kriegt hier. Ja, dann gehen wir halt hier lang. Die Bierdosen haben aufgehört irgendwie. Vielleicht haben sie kein Bier mehr. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Eine Kamera. Seil. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. You guys keep in touch, you and the Goodwin kid? Nah, they took off pretty unceremoniously. Plus, what's a 40-year-old woman gonna do with a teenage pen pal? Good point. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Ja, ich will das Ding da benutzen. Ich hoffe, dass es jetzt mal gut geht. Ja, es hat geklappt, wie schön. Durch neue Schuhe. Ach, dafür müssen sie auch einen Haken. Okay. Gut zu wissen. Aber man kommt jetzt immer hier lang. Wenn man hier lang soll. So. Schlagen wir uns natürlich die. Was ist das? Ist das ein Feuer? I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Und was haben wir hier? Informationen für unsere Karte. Noch eine Nachricht. Hey Dave, rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich, Ron, ist persönlich. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den Neuen anzusehen. Hab dann gehört, wie er mit sich selbst redet, also mehr als üblich für einen Brandwächter. Und beschloss, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimney Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf die Hängematte mit sich selbst vergnügt hat. Ich glaube langsam, die bei der Forstverwaltung nehmen nur Geistgestörte und Perverse. Alles klar. Auch sonst natürlich, wir sind die Creme de la Creme. Stoßen wir auf Debbie an, Ron. Okay.
Darüber können wir sie nicht informieren. Wow, ein Stein. Versteinerte Krolle. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Okay, das war's. Gut, dann laufen wir hier lang. Der Feuersäule entgegen, würde ich sagen. Was will denn jetzt überhaupt? Schauen wir mal. Jetzt hier. Da will man nach Hause kommen und hier geht's zu der Feuersäule, okay. Das Hand, wo wir überall lang kommen, ey. Oh, hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. Who are they keeping out of here? And why? Geez, I don't know. Maybe it's biologists, you know? Well, they don't want people traipsing on their precious lichens. What's a lichen? Well, wouldn't you lichen to know? Oh my god, goodbye. I'll ask next time I talk to someone, but that'll probably be a few days. Das ist eine Gegend hier. Verbrannter Baum. Wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Wir sind jetzt... Da? Achso, da kann ich lang wegen dem Zaun. Okay, gut. Müssen wir wahrscheinlich schon hier hinten lang. Ah, na, klasse. So kann man natürlich auch einen Weg machen. Verdammt. Nein, jetzt tu die Karte weg. Lauf lieber in die Richtung. Aber dann ist wahrscheinlich jeder, dass wir müssen runterlaufen, bevor wir biegen können. What does she have? She's got Alzheimer's. Oh, what? Like, dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Super Thema. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Alles klar. Backt ein bisschen. Ach, sollst du still. Hey, dort kommen wir schon. I'm down in Thunder Canyon. I'm not seeing that smoke anymore. Oh, it's still burning away. Try heading west from where you are. If you loop past the lake, there should be a trail that'll take you further south. Thanks, that helps. Müssen wir so nach Westen gehen. Dann müssen wir wahrscheinlich wirklich dann halt hier lang und dann da hoch und dann können wir wahrscheinlich da hin. Was da ist, wissen wir noch nicht. Vielleicht können wir da auch noch direkt hin. Hätten wir ja schon den ganzen kompletten Bereich abgelaufen. Dann glaube ich, haben wir noch hier noch einen Tag vielleicht oder so. Je nachdem, wie weit wir kommen. Lasst uns weitergehen.
Was, warum muckelst du manchmal? Das verstehe ich nicht so ganz. Kann ich speichern? Spiel speichern. Oh, jetzt setzt plötzlich die Musik an. Was soll ich hier hochgehen? Vielleicht war das Spiel einfach nur auf Gottes Speicher, damit die Musik ansetzen kann. So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I walked over and asked her what her major was, because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though. Aw, you were brave. I was drunk. Komm, jetzt haben wir Musik. Ich hätte noch speichern müssen. Huh. Geh richtig, wir scheinen richtig zu gehen. Did your wife's illness have anything to do with you taking this job, or did you just fall prey to the service's big recruiting push? When it comes to, you know, how the hell you ended up out here? I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news? I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't going to burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. If the goddamn park can burn down again. Okay. Schauen, was wir hier drin haben. Information wieder. Noch ein Brief. Hi Ron, bei mir zu Hause ist was passiert. Hoffentlich kann ich hier für eine Weile weg. Aber wer weiß, bei den Haushaltsmitteln heutzutage. Hast du bei der Nachricht über den Vorfall in Pitti gelesen? Ich schätze, der Sheriff ist nicht unbedingt gut auf mich zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Bestimmt wärst du durchgedreht, Dave. PS, Amigos ist Spanisch und Professionales ist Italienisch. Klugscheißer. Alter Pullover. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. Maybe it's one of the girls. It's been here a long time. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. Okay. $2.50, wie geht's denn die Bücher hier? Essen, okay. Wir können ja Fotos machen, fällt mir gerade ein. Lasst uns Fotos machen gehen. Wow, die Ente ist so wunderschön. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, dann gehen wir mal weiter. What are you gonna do when the fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not?
She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Speicherpunkt, okay. Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. Ist auch ein schönes Bild. Oh ja, mein Tor. Ja. Aber wo sollen wir denn noch lang? Da können wir nicht lang. Da können wir nirgendwo lang. Hey, remember that guy from yesterday, the guy I saw hiking home? Yes. Maybe he was from this fence place. From the land of the fence. Yes. You know what? I'll make a note. You might be on to something. Ja, so können wir es wahrscheinlich nicht kaputt. Sehe ich aber auch nichts. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Wie es mir scheint. Ach da. Sind voll falsch gelaufen, da müssen wir hin. Dann klettern wir mal hoch. Oh, geht's noch langsamer. Dann laufen wir wieder zurück. Hier war der See mit den nackten Ladies. Komme ich irgendwo lang? Scheinbar nicht, oder wie? Ja, okay, ich muss da lang. Ich muss mich irgendwie hier durchschlagen. Yeah.